Lieber Professor Antonio Andrioli, herzlich willkommen bei dieser Konferenz. An dieser Stelle auch einen herzlichen Dank an die Martha Mertens, die Sprecherin des Arbeitskreises Gentechnik beim BUND. Darf ich um Ihren Beitrag bitten, Herr Andrioli? Ja, schönen guten Morgen, ein schönes Grüß Gott nach Österreich. An der Grenze zur Schweiz. Ich habe ja inzwischen festgestellt, dass meine Urvorfahren Andriolis aus Roveredo sind, in der Nähe von Chur. Also ich bin ein Schweizer abstämmiger Brasilianer mit an der anderen Seite noch bayerischer Abstammung, mutterlicherseits. Ich hoffe, dass ich verstanden werde. Das ist für mich immer schwierig, hier umzuschalten, obwohl ich jetzt schon bei der dritten Konferenz bin, auf deutscher Sprache. Also, ja, geht sehr gut. Geht es mit dem Ton? Ja. Okay, ich habe auch eine PowerPoint-Präsentation geschickt. Ich bin auch noch mit der alten Methode unterwegs, besonders was diese Online-Beschäftigung angeht, weil es ist manchmal zu langweilig, nur auf mein Gesicht zu schauen, glaube ich. Deshalb werde ich es auch mit einer PowerPoint-Präsentation versuchen, aber vorher mache ich eine Einführung. Das erste ist eigentlich, dass ich mich seit 10 Jahren mit einem Thema beschäftige, der eigentlich hoffnungsversprechender ist als die Agrogentechnik, mit der ich mich dann vorher beschäftigt habe. Ich habe das auch so zusammengefasst. Nach vielen Jahren gegen etwas zu sein, bin ich jetzt eher für etwas, und das ist die Agrarökologie. Also ich habe auch auf diesem Hintergrund versucht, die PowerPoint-Präsentation so aufzubauen, dass am Ende ein Stück Optimismus drin ist. Also dass man da was tun kann in 10 Jahren. Also seit 2010 haben wir bei uns eine neue Universität aufgebaut. Und ich freue mich und bedanke mich bei der Organisation, dass ich hier so offen bei diesem Vortrag reden darf. Also der Titel ist ja schon mal ganz offen. So wie Europa Brasilien schadet mit zum Beispiel dem Abkommen mit dem Mercosur und wie das Land wieder gesunden kann. Besonders der zweite Teil ist für mich wichtig. Der erste habe ich auch in Europa im Januar und Februar bis Mitte März die Gelegenheit gehabt, zu sehen, dass sich doch viele Regierungen und besonders die Zivilgesellschaft gegen das sogenannte Mercosur-EU-Abkommen organisiert haben. So gibt es jetzt nach meiner Ansicht, so wie das Abkommen seit 20 Jahren aussieht, also vollkommen veraltet und umweltzerstörend, achtet nicht auf Menschenrechte, die man in anderen Abkommen schon festgelegt hat. Also ich gehe davon aus, dass das Abkommen, wie es jetzt aussieht, eigentlich nicht ratifiziert wird. Das ist ein Erfolg. Aber ich möchte auch zunächst, bevor ich dann zu meiner PowerPoint-Präsentation gehe, sagen, dass man manchmal abgelenkt wird. Es findet jetzt derzeit wieder so ein Ablenkungsmanöver statt, das mit der brasilianischen Regierung verhandelt werden soll, damit die Umweltauflagen verbessert werden, damit man dann mit diesen Begründungen weiter das Abkommen ändern möchte. Also ich bin davon überzeugt, dass ein schlechtes Abkommen schlechter ist als gar keins. Also ist eigentlich logisch, ne? Oder andersrum gesagt, dass keines besser ist als ein dass es besser ist, keins zu haben, als ein schlechtes, wie es derzeit aussieht. Und ich habe auch keine Hoffnung, dass man unter einer Regierung wie die, die wir derzeit haben in Brasilien, zu einem besseren Abkommen kommen könnte. Ich halte es sowieso schon als sehr problematisch, dass man mit solchen Regierungen verhandelt. Und was dann am Ende rauskommt, ist eigentlich, dass man noch so eine Regierung gestärkt hat. Und das gilt dann auch für manche Regierungen, wie zum Beispiel die deutsche Regierung, die dann durch BMZ und anderen Verhandlungen parallel auch zur Förderung der nachhaltigen Landwirtschaft in Brasilien diese Regierung dann noch finanziert hat und auch noch ermöglicht hat.
dass die Landwirtschaftsministerin, die bei uns als Giftkönigin behandelt wird oder bezeichnet wird, dass sie dann auch noch auf der Grünen Woche in Berlin war, während der Januarwoche. Ich komme jetzt auf meine PowerPoint-Präsentation. Ich hoffe dann, dass es auch funktioniert. Jetzt brauche ich eine Rückmeldung, glaube ich. Hier ist der Titel. Funktioniert es? Kann ich da eine Rückmeldung bekommen? Sie müssen, okay. Geht es? Also ich gehe gleich auf Seite 5, für die, die die anderen Folien auch noch haben möchte. Ich habe dir alles zur Verfügung gestellt. Ich gehe direkt auf Folie 5, wo es dann um die Trends geht. Also wie schadet derzeit die EU Brasiliens Landwirtschaft? Und ich gehe auf hier 7 Punkte ein, die eigentlich bekannt sind. Das erste ist, dass man weiter auf die Steigerung der Exporte setzt. Und das hat jetzt auch noch in diesem Zusammenhang mit Mercosul, mit Bioethanol zu tun, was ja eigentlich sehr stark mit Monokulturen verbunden ist. Zunächst Zuckerrohr, was für brasilianische Verhältnisse noch schwieriger ist oder noch schlimmer ist als die Sojaproduktion. Also Zuckerrohr zu produzieren ist sozial und ökologisch gesehen noch schlimmer als Soja. So die Steigerung der Exporte für die EU, die dann zollfrei vorgesehen sind, sind für mich nach wie vor ein großes Problem. Das ist der eine der Trends. Das ist auch das zweite eigentlich, die Ausweitung der Produktion hat damit zu tun. Ich möchte jetzt ein paar Zahlen hier erwähnen, die vielleicht wichtig sind, ganz aktuell. Es sind in Brasilien jetzt Untersuchungen durchgeführt worden und man hat festgestellt, dass die Reisproduktion zurückgeht. Wir haben eine Reduktion der Reisproduktion Brasiliens von 28% auf 7%. Und Reis zusammen mit Schwarzbohnen und Maniok sind die Grundlage der brasilianischen Ernährung sozusagen. Auf der anderen Seite steigt die Sojaproduktion auf 57% unserer Ackerfläche. Und 90% dieser Sojaproduktion ist für Futtermittel und Biodiesel gedacht. Eigentlich absurd, wenn man das so sieht. Und diese Ausweitung der Produktion hat dann natürlich auch eine Externalisierung von Kosten, die man nicht einberechnet. Ich sagte sogar den Bundesabgeordneten im deutschen Parlament, dass sie sich dafür einsetzen sollten, dass Soja nicht weiter zollfrei bleibt. Also so kann man durch Handel vielleicht einen Wandel fördern, aber andersrum, nicht, dass man noch weitere Monokulturen fördert mit Zollfreiheit, dass man vielleicht doch die Soja nicht mehr zollfrei haben sollte. Denn wenn wir nur Wasser rechnen würden, was man da im letzten Jahr als Wasser brauchte, um 63 Millionen Tonnen Soja zu produzieren, die exportiert wurden, dann würden wir auf eine Zahl kommen, also wir könnten mit diesem Wasser 2 Milliarden Menschen versorgen auf der Welt. Also das ist so eine Dimension, diese Externalisierung von Kosten bei der Soja. Wir können das auch bei Fleisch machen, wir können das auch bei Ethanol machen. Und ich habe hier schon gesagt, die Zunahme von Monokulturen für den Agrarexport mit dieser Ausweitung der Produktion und Steigerung der Agrarexporte verhindert die herkömmliche Produktion in Brasilien. Also die traditionelle Ernährung und bedroht dann auch noch die biologischen Vielfalt. Also man muss sich mal vorstellen, was das heißt, 40 Millionen Hektar nur mit einer Pflanze zu haben. Und durch die Gentechnik hat man dann noch nicht mal anderen Pflanzen herum, die man als Unkräuter bezeichnet hat. Also es ist absurd, was da in Richtung Zerstörung der Natur in Brasilien derzeit stattfindet. Das hat auch mit Entwaldung zu tun, denn man will ja die Völker von dem Land vertreiben,
die als Naturschutzgebiete oder herrenloses Gelände bei uns eingestuft werden, damit man dort auch besonders im Norden, im Amazonasgebiet sogar, wo dann die Zonierung aufgehoben wurde, dass man jetzt dort auch Zuckerrohr, Rinderzucht und Soja produzieren kann. Auf der anderen Seite auch ganz wichtig, wir haben ja 70% unserer Lebensmittelproduktion, also den Lebensmittel in Brasilien, von Kleinbauern. Die Verarmung von Kleinbauern heißt dann auch, dass wir mehr hungernden Menschen haben. Wir sind wieder in der Hungerkarte. Über 40 Millionen Menschen, die an Hunger leiden. Also die Verarmung von Kleinbauern ist schon ein Thema, das nicht nur in Brasilien ein Thema ist, aber ganz wichtig. Wir haben ja da besonders im Süden immer noch die Möglichkeit gehabt, mit den Kleinbauern nachhaltiger zu produzieren. Und das Letzte, was dann auch sehr mit dem zu tun hat, was die Angelika vorgetragen hat, das ist die monopolistische Kontrolle der Produktion. Also was das heißt, wenn in der Sojaproduktion jetzt das Saatgut und alle Inputs, die man da braucht, zunehmend von wenigen Konzernen kontrolliert wurden. Auf der anderen Seite auch, dass die Chemie- und Pharmakonzernen, die zum Beispiel Bayer und BASF, ne, bei uns weiter Pestiziden verkaufen, die in der EU gar nicht zugelassen sind. Wir haben 818 neue Pestizide zugelassen als Land seit 2019, also unter dieser Regierung. Und die Effekte der Pestizide sind größer bei den indigenen und den ärmsten Regionen Brasiliens. Von den 818 neuen Pestiziden, die zugelassen wurden unter dieser Regierung, sind mindestens 150 in der EU nicht zugelassen. Und das ist dann auch in dem Mercosur-EU-Abkommen vielleicht ein wichtiges Thema, ob man das nicht verhindern kann, dass zum Beispiel BASF in Brasilien 13 Wirkstoffe einsetzt, die in der EU nicht zugelassen sind. Und Bayer, Monsanto 12. So, das ist dann auch ein großes Problem und ich würde darauf hinweisen, das haben wir jetzt auch in ganz deutlichen Zahlen zu präsentieren, 67% des Trinkwassers in Brasilien ist mit Pestiziden verseucht. Also so eine Zahl hatten wir bisher noch nie in diesem Maße und ich komme auf das große Problem jetzt, das ist eigentlich, was ich als das größte Problem sehe, das ist ja die Industrialisierung der Landwirtschaft. Also ich gehe davon aus, dass das auch ein globales Problem ist, also die Naturressourcen so zu betrachten, wie man es in der Industrialisierung getan hat, dass die Natur keine Kosten hat oder dass sie kostenlos ist oder unbegrenzt sei. Und auf der anderen Seite auch, dass man da die Menschen, die da mit Landwirtschaft beschäftigt sind, zunehmend ausschließt. Ich würde auch sagen, dass man Agrikultur auf Wirtschaft reduziert. So Agrikultur bedeutet für mich eigentlich viel mehr als Landwirtschaft, weil man Landwirtschaft auf Wirtschaft reduziert hat. So Land ist viel mehr als Wirtschaft, ist eigentlich Kultur, ist Raum, ist Ernährung, ist Gesundheit, ist Entwicklung, ist Lebensqualität. Und von daher dürfte man nicht die Landwirtschaft auf Industrialisierung reduzieren. Und deswegen die Notwendigkeit, ein neues Landwirtschaftsmodell aufzubauen. Ich habe hier dann auch 7 Punkte aufgelistet. Es geht um die Förderung der wirtschaftlichen Tragfähigkeit bäuerliche Familienlandwirtschaft. Das ist für uns in Brasilien ein gutes Beispiel, weil wir haben 12 Jahre Regierungen gehabt, die das als Entwicklungsmodell hatten. Und vielleicht können andere Länder auch davon lernen. Das heißt, wir haben diese Regierung jetzt ja nicht mehr, aber wir wissen, wie man es geschafft hat, dass man staatliche Investitionen in Infrastruktur, in Agrarberatung,
in der Verarbeitung und Vermarktung von Lebensmitteln priorisiert hat, dass es Umschuldungsverhandlungen für Kleinbauern gegeben hat, eine Versicherung gegenüber Ernteverluste, Kreditbereitstellung für bestimmte Gruppen wie Frauen, Jugendliche, die ökologische Landwirtschaft. Es gab eine Vermarktungsgarantie und einen Mindestpreis, in dem die Regierung direkt die Bauern vom Markt ausgenommen hat, also in einem institutionellen Markt integriert hat, in dem die Regierung direkt von den Bauern die Nahrungsmittel aufgekauft hat und dann in Programmen wie zum Beispiel dieses Schulspeiseprogramm oder Schulspeisungsprogramm, ne? Es gibt ein Schulspeisegesetz in Brasilien, dass 30% der Schulspeise von den kleinen Bauern aus der eigenen Region kommen. Und das hat dann zu einem zunehmenden institutionellen Markt geführt. Nicht nur Schulen, auch die Universitäten, auch unsere Universitäten bei den Mensas, ne? Da haben wir auch die Möglichkeit gehabt, direkt von den Bauern zu kaufen aus der Region und besonders ökologische Produkte priorisieren. Und dafür gab es eine Vermarktungsgarantie mit einem Mindestpreis. Also auch andere Institutionen wie Krankenhäuser, sogar Gefängnisse, das Militär, also haben direkt zunehmend von Kleinbauern gekauft. Das sind so Ansätze der Vergangenheit, die immer noch bei uns ganz wichtig sind, obwohl diese Regierung das ja eigentlich nicht vorhat, jetzt zu unterstützen. Aber ich greife trotzdem darauf auf. Und so war eigentlich die Landreform und die Agrarpolitik eine strukturierende Aktion eines Entwicklungsmodells, in dem Umverteilung und Armutsbekämpfung als ein Kriterium der Entwicklung war, die Schaffung von Arbeitsplätzen und Einkommen, die Ankurbelung des Binnenmarktes, die Demokratisierung des Zugangs zum Land und dazu auch die Bekämpfung der Gewalt der Großgrundbesitzer. Das ist ganz wichtig, denn auf dem Land haben wir, und besonders hier aus der Region, in der ich jetzt bin, haben wir die größte Gewalt in Landkonflikten. Und dann hier eigentlich, was hier falsch geschrieben wurde, ich sollte Ernährungssouveränität sagen, habe ich gelernt, und nicht Nahrungssouveränität und Umweltschutz. Und hier das Problem der industriellen Landwirtschaft. Also was sind die Probleme, die ich bei der industriellen Landwirtschaft sehe? Das erste ist die Reduzierung der Arbeitszeit, was ja eigentlich als Beschwerlichkeit der Arbeit kein Problem wäre. Nur die Landwirtschaft hat direkt mit der Natur zu tun. Das heißt, die Produktionszeit eines Produktes bleibt ja unverändert. Und deshalb heißt es, durch die Industrialisierung der Landwirtschaft produzieren wir mehr Zeit von Nichtarbeit. Und das ist eigentlich auch, was wir in Brasilien sehr stark sehen. Das ist Land ohne Menschen. Also was bleibt den Bauern dann übrig, wenn die Arbeitszeit reduziert wird und die Produktionszeit unverändert bleibt. Also wenn mehr Zeit von Nichtarbeit entsteht, dann heißt es für die Großbauern besonders, man braucht eine Produktionssteigerung. Die Folge davon ist aber, dass auch die Produktionskosten steigen. Und deshalb sehen wir, dass es tendenziell zum Ausschluss von Kleinbauern kommt, je industrialisierter die Landwirtschaft wird. Es heißt auch, industrielle Landwirtschaft führt zur Wertschöpfung und Werttransfer an Konzernen. Besonders am Beispiel der Agrogentechnik kann man das deutlich sehen. So Bayer Monsanto verdient in einem Jahr mehr in Brasilien als alles, was eine Bundesregierung in Landwirtschaft investiert. Also ein Werttransfer an Chemie- und Pharmakonzernen, die vielleicht dann noch durch dieses Mercosur-EU-Abkommen weiter zollfrei Pestizide und Medikamente an uns verkaufen können. Und das ist ja auch ein ethisches Problem, müsste man schon sagen, ne? Wenn die Probleme, die durch den Pestizideinsatz verursacht werden, dann nochmal von denselben Verursacher behandelt werden als Pharmaindustrie, müsste man diese Zahlen dann auch mal dazu rechnen, wie viel eine Regierung ausgibt, um Gesundheitsprobleme zu behandeln, die durch diese Form von Landwirtschaft entstehen und dann auch zugunsten von Großgrundbesitzer und Agrar- und Chemie-Pharmakonzernen.
Also der zunehmende Pestizideinsatz führt dann auch zur Abhängigkeit und wir zerstören die landwirtschaftlichen Ökosysteme. Zusammengefasst haben wir zunehmend mit Landkonzentration zu tun, die noch nie so groß war wie derzeit. In Lateinamerika ist Paraguay führend bei der Landkonzentration. Brasilien ist da ganz vorne. Beim Pestizideinsatz ist Brasilien Weltmeister geworden. Wir haben 1 Milliarde Kilos pro Jahr. Wenn man das auf die Bevölkerung umverteilen würde, dann hätten wir ungefähr 7 Kilo pro Mensch. Ne? Wenn wir das auf Hektar umverteilen würden, dann hätten wir in manchen Regionen Brasiliens 18 Kilo pro Hektar, wie in Mato Grosso, das ist Rekord, also das ist die Spitze des Pestizideinsatzes in Brasilien. Und wir hätten dann auch, was Gemüse angeht, vielleicht den größten Pestizideinsatz, da kommen wir über 40 Kilo pro Hektar. Das ist also absurd. Also die Landkonzentration, der Einsatz von Pestizide und die Armut und der Hunger auf dem Land steigt. Anders als vorgesehen war mit der sogenannten Modernisierung der Landwirtschaft, ist die eigentlich als grüne Revolution bekannt, die weder grün noch Revolution war, mit der Einführung von Chemie, Saatgut und Mechanisierung ab den 50er Jahren. Ich komme jetzt auf die nächste Folie und möchte betonen, dass wir ein Potenzial zum Widerstand haben und zur Veränderung dieser Situation. Das erste ist die Fähigkeit der Bauern. Also Bauern, die mit der Natur arbeiten, haben sehr viel Wissen entwickelt. Das müssen wir besonders mit den Urvölker oder indigenen Völker in Brasilien sehen, was da alles an Wissen vernichtet wurde in den letzten Jahrzehnten durch die Industrialisierung der Landwirtschaft. Aber es gibt ja immer noch Bauern, die weiter produzieren. Also anders als viele Wirtschaftswissenschaftler prognostiziert hatten, gibt es ja immer noch eine große Zahl von Bauern, die weiter bestehen. Und das habe ich auch dann mit dem zweiten Punkt hier sehr stark verbunden. Es gibt bei diesen Kleinbauern eine große Sorge um die Qualität von Lebensmitteln, weil sie sich auch selbst versorgen. Also sie essen ja das auch, was sie selbst produzieren. Und das ist was ganz anderes, als Soja von den europäischen oder für den chinesischen Markt zu verkaufen. Oder aus der Soja Biodiesel zu machen oder aus dem Zuckerrohr Ethanol zu produzieren. So, das ist ganz anderes, als was man in den Monokulturen so sieht mit industrialisierender Landwirtschaft. Es gibt bei dieser Gemeinden der kleinbäuerlichen Familienlandwirtschaft immer noch eine Selbstversorgung, die dann auch eine Erklärung dafür ist, warum die sie weiter existieren können als Produzenten. Also dabei könnten wir auch behaupten, die Umwelt ist auch ein Produktionsfaktor. Also wenn man den Boden zerstört, dann ist man ja auch ein Bauer, der nicht nachhaltig produzieren kann, weil Boden ist ja nicht reproduzierbar und man muss ihn erhalten. Und je mehr wir den Boden schützen, umso länger kann man dann auch als Landwirtschaft oder als Bauer produzieren. Also Umwelt ist Produktionsfaktor. Und wir können dann auch sagen, dass die Umwelt vielleicht auch für den Bauer arbeiten kann in dieser Zeit der Nicht-Arbeitszeit. Also wie ich das vorher sagte, der ja die Natur eine Zeit braucht, kann man ja auch diese Zeit qualifizieren. Was natürlich heißt, dass man da auch mit mehr Wissen arbeiten muss. Traditionellem Wissen, aber auch, würde ich jetzt sagen, kombiniert mit den modernsten wissenschaftlichen Erkenntnissen. Und dazu rechne ich ja nicht die Agrogentechnik, die nach meiner Ansicht eine gentechnische Verschlechterung der Lebewesen ist und nicht eine Verbesserung. Und das Argument der Lebensqualität und der Gesundheit ist sehr wichtig. Nach meinen Untersuchungen, so empirische Untersuchungen bei Kleinbauern, die bei der Umstellung zur Agrarökologie unterwegs sind, dass da die Gesundheit entscheidend ist. Also es sind viele Bauern, die schon gesundheitliche Probleme haben mit dem Einsatz durch den Einsatz von Pestiziden und deshalb zum Übergang kommen. Also Lebensqualität und Gesundheit kann entscheidender sein beim Übergang zur Agrarökologie oder bei der Entscheidung
zur technischen Innovation aus der Preis der Produkte und die Produktionskosten oder Ertrag. Also die wirtschaftliche Dimension ist in Bezug auf Lebensqualität und Gesundheit bei diesen Bauern nicht so entscheidend gewesen. Wenigstens nach meinen Untersuchungen. Also das muss man ja auch immer regional und kontextbedingt sehen. Und jetzt komme ich dann auf das Thema der Agrarökologie. Also ich habe dann hier auch ein paar Punkte aufgelistet, 10 Punkte, warum die Agrarökologie wichtig sein könnte, damit Brasilien weiter gesunden kann. Das ist die zweite große Frage, die, ja, wie ich am Anfang sagte, mich am meisten beschäftigt. Also durch die Agrarökologie kann man zunächst die Betriebskosten reduzieren. Das ist eine wirtschaftliche Dimension und vielleicht ganz entscheidend, ich habe es bei Soja festgestellt, das ist jetzt ein ganz entscheidendes Argument. Bei der Soja haben wir 43% weniger Betriebskosten bei der Bio-Soja. Und vielleicht ist das auch ein Argument bei anderen Produktionen. Der Schutz der Naturressourcen ist dann auch ganz wichtig. Also wir haben dann der zweite große Faktor hier. Eine bessere Entlohnung der Arbeit, also das, was ich vorher sagte, dass die Nichtarbeit hier steigt, dass man dagegen was tun kann. Mit der Agrarökologie hat man dann eine bessere Entlohnung der Arbeit, eine Optimierung landwirtschaftlicher Ökosysteme, eine Verringerung der externen Inputs, was ich ja vorher kritisiert habe, mit der Ausweitung der Produktion und der Exporte. Eine Verringerung von Umweltschäden, bessere und langfristige Erträge, Arbeit mit mehr Wissen, eine bessere Lebensqualität und eine Zukunftsperspektive bäuerlicher Landwirtschaft. Ich weiß, dass das jetzt alles zusammengefasst, ja, schnell gesagt wurde. Ich gehe davon aus, dass vieles davon sehr bekannt ist. Ich gehe nur auf 4 Aspekte ein. Und da möchte ich sagen, warum es für uns auch wichtig war, dass wir dafür eine Universität haben, die 100% staatlich finanziert wird, also unabhängige Forschung betreibt. Das, was man im Sinne der sogenannten unabhängigen Forschung oder Ciencia Cidadã bezeichnet. Ne? Ich weiß, Angelika ist in einem Netzwerk der verantwortungsvollen Wissenschaft. Also in Brasilien haben wir auch so eine Vereinigung und wir hoffen, dass man mit der staatlich-öffentlichen Universität, die wir gegründet haben, diese 4 Dimensionen hier stärken kann. Das erste ist die Aufrechterhaltung der Vielfalt, das ist die Grundlage der Landwirtschaft. Also hier habe ich jetzt symbolisch Saatgut, auf der einen Seite ist jetzt Mais, auf der rechten Seite sind da verschiedene Bohnensorten. Die zweite Dimension, die uns ganz wichtig ist, ist die Entwicklung sozial geeigneter Technologie. Und ich fand das sehr wichtig, was am Anfang beim ersten Vortrag von Herrn Röhr gesagt wurde, dass man es tun muss, um es zu verstehen. Und dieser Dialog zwischen dem, was Bauern schon an Wissen entwickelt haben und an Technik entwickelt haben, dass das auch kombiniert wird mit Wissenschaft und dass es eine solidarische Aneignung von Wissen ist. Also es ist eine gemeinsame Entwicklung. Also es hat auch mit solidarisches Wirtschaften zu tun. Und die 4. Dimension ist die Bildung von Netzwerken. Und da sind wir jetzt auch dabei, also das, was unsere Universität jetzt 10 Jahre alt ist, was wir da entwickelt haben, dass man das auch mit anderen Erfahrungen weltweit vernetzen sollte. So, die UFFS ist eine neue Universität, die in 3 Bundesländern des südlichen Brasiliens stattfindet. Es ist eine Antwort auf den Druck ländlicher sozialer Bewegung entstanden. Also wir Campesina und Vertraf, das sind so die 2 große Dachverbände der Kleinbauern. Der Schwerpunkt ist Agrarökologie, Solidarwirtschaft, erneuerbare Energie und ländliche Bildung. Deswegen bezeichnen wir sie manchmal auch als Bauernuniversität. Nachhaltigkeit soll hier ganzheitlich und fachübergreifend konzipiert werden. Das hat es auch mit
gesundheitliche Bereiche wie Medizin zu tun oder mit Veterinärmedizin oder Ernährungswissenschaften. Also dieses fachübergreifende, dieses ganzheitliche ist bei uns sehr wichtig. Das heißt, hier habe ich jetzt schon gesagt, 100% ist durch öffentliche Gelder finanziert. Eine unabhängige und kontextbezogene Forschung. Man muss sich das vorstellen, es sind 700 Wissenschaftler, die nur an der Uni arbeiten und nur mit öffentlichen Geldern bezahlt werden. Es sind 10.000 Studierende und ganz besonders die Mehrheit dieser Studierenden kommen aus dieser bäuerlich geprägten Region. Über 90% kommen aus öffentlichen Schulen, was für Brasilien was ganz Neues ist. Normalerweise sind die öffentlichen Universitäten für die Studierenden der privaten Schulen gedacht, das haben sie ja umgedreht. 87% unserer Studierenden sind die erste Generation der Familie an einer Hochschule überhaupt. Das sind Universitäten mit den meisten indigenen Studierenden im Süden Brasiliens. Und wir haben auch ein spezielles Zulassungsverfahren für Migrantinnen und Migranten. Hat mit Haiti angefangen, danach mit Senegal und jetzt sind wir auch mit Venezuela, mit Bolivien und mit ganz vielen Ländern mit dem Thema der Migration beschäftigt. Hier, warum wir sie als Bauernuniversität bezeichnen könnten, weil mehr als 30% der Lebensmittel von unseren Kantinen direkt von den Bauern aus der Region gekauft wurde. Vielleicht ist das auch wichtig, wenn man sagt, dass man etwas tun muss, um es zu verstehen. Das heißt, wenn die Studierenden in unserer Mensa die Möglichkeit haben, ökologisches Lebensmittel, also ökologisches Essen zu bekommen, dann kann das vielleicht wichtiger sein, um Agroökologie zu verstehen, als eine ganze Vorlesung. Also diese Möglichkeit, es auch anzubieten, und das heißt jetzt nicht nur in Mensas, also wir haben auch regelmäßige Bauernmärkte auf unsere 6 Standorte. Wir sind die erste öffentliche Universität auf einer Ansiedlung der landlosen Bewegung im ganzen Land. In den ärmsten Regionen an der Grenze zu Argentinien und Paraguay. Die Bauern werden als Protagonisten bei der Entwicklung von Wissen gesehen. Und sie sind sogar in den Gremien, in den Kommissionen vertreten, wo es um die Lehrpläne, um das Curriculum geht, was überhaupt gelehrt wird und geforscht wird an dieser Universität. Und die Bauern sitzen selbst im Universitätsrat drin und entscheiden mit den Professoren. Das ist einmalig in Brasilien. Ich wollte das jetzt so hoffnungsvoll auch hier präsentieren, damit wir am Ende auch zu einem Stückchen Optimismus kommen. Und mache jetzt meine Zusammenfassung, indem ich hoffe, dass ich dann mit dem ersten Vortrag von Herrn Ott im Zusammenhang den Vortrag hier beschließen kann. Also ich gehe davon aus, dass man nicht nur regional oder global handeln sollte. Also man muss es verbinden. Die Agenda 21 hat es vielleicht für uns zu einfach gemacht. Wenn man sagt, global denken und lokal handeln. Um lokal zu handeln, muss man auch lokal denken. Und das ist genau, was die Universität bei uns ermöglicht. Dass ich aber jetzt auch hier in diesem Vortrag an der Bodensee-Akademie sein kann, da heißt es ja auch, dass wir hier auch global handeln, indem unser regionale Handeln, wo man sehr viel Hoffnung haben kann, so global bin ich da sehr pessimistisch. Aber lokal und regional bin ich dann sehr optimistisch und das ist ja auch das Thema dieser Veranstaltung, also die Regionalität, die Resilienz und Nachhaltigkeit. Gehe ich hier davon aus, jetzt zusammenfassen, dass man regional und global denken muss, dass man global unterwegs muss. Gentechnik zum Beispiel kann man nicht auf regional. Herr Andreoli, die Verbindung wird zunehmend schlechter. Vielleicht können Sie Ihre Kamera ausschalten, keine Ahnung, ob das nutzt. Und wie lange würden Sie noch ungefähr brauchen jetzt? Ich bin jetzt schon fast am Ende. Okay. Jetzt ist die Verbindung wieder gut. Ja. Okay. Bitte. Ja. Das ist heute immer so, ne? Wenn man
darauf hingewiesen wird, dann wird sie besser. Bitte schön. Also zusammengefasst, die industrielle Landwirtschaft zeigt ihre Grenze. Sie braucht einen Systemwechsel. Zweitens, die Ressourcen sind begrenzt und die Bauern sichern natürliche Lebensgrundlage. Drittens, die Agrarökologie benötigt mündige und wohlausgebildete Bauern. Viertens, höhere Nettoeinkommen müssen anerkannt werden durch mehr Leistungen. Das habe ich auch im ersten Vortrag gesehen. Vielleicht auch die Agrarpolitik, dass man die Bauern nicht nach Flächengröße unterstützt, sondern nach den Leistungen, besonders was Umweltleistungen angeht, aber auch insgesamt gesehen die Verbesserung der Lebensqualität oder der Gesundheit. Fünftes, eine bessere Anpassung an die Klimakrise ist durch die Agrarökologie möglich. Und ich will auch zusammenfassend sagen, dass nur mit einer konsequenten Umsetzung der Agrarökologie die sogenannten Nachhaltigkeitsziele, die jetzt sehr bekannt sind, Agenda 2030, erreichen. Ich möchte jetzt nochmal die Schlussfolie präsentieren und mich dann bedanken mit einem Hinweis auf meine Webseite, die jetzt auf Deutsch ist, erneuert, meine E-Mail-Adresse, mein YouTube-Kanal, wo dann auch ganz viele Vorträge und Hinweise auf Video drauf sind und das neue Buch vom Ökom Verlag mit Unterstützung vom Bund Naturschutz in Bayern, dem ich auch sehr bedanken möchte, dass das hier zustande gekommen ist, besonders an die Kreisgruppe in Dachau. Ökom Verlag hat das Buch von mir gerade im Oktober herausgegeben, Brasilien zwischen Hoffnung und Illusion, kritische Blicke auf ein Land in der Ökokrise. Für die, die sich gerne weiter mit der Frage beschäftigen möchte, wie die EU Brasilien schadet und wie das Land wieder gesunden kann. Also vielen Dank. Hier nochmal die Hinweise. Und wer die anderen Bücher von mir noch nicht kennt, dann auch hier nochmal eine kleine Werbung. Vielen Dank für die Gelegenheit. Ich hoffe, dass die Verbindung trotz aller Schwierigkeiten funktioniert hat. Ja, Herr Professor Andreoli, vielen, vielen herzlichen Dank. Das Buch ist sehr zu empfehlen und ebenfalls die in der Einladung angegebene Reportage von dem Institut für Agrarökologie in Hamburg. Da sind noch weitere Interviews mit dem Herrn Andreoli drin.